Olaf Scholz hat nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine von einer Zeitenwende gesprochen. Doch wie sieht die Lage der Bundeswehr 2,5 Jahre später aus? Eine neue ARD-Dokumentation legt die peinlichen Zustände offen. Es fehlt an Material, an Soldaten und an mentaler Bereitschaft. Wehrbeauftragte Eva Högel besichtigt schimmelbefallene Kasernen und hört von Soldaten, dass Ausrüstung und Ausbildung unzureichend sind. Es fehlt an Funkgeräten, Nachtsichtgeräten und Großgeräten, so die Bilanz. Auch die Fremdsprachenkenntnisse sind mangelhaft. Hauptmann Marcel und andere Offiziere berichten von fehlendem Engagement und einer egoistischen Gesellschaft. Die Dokumentation Zeitenwende hautnah. Ein Jahr mit Soldaten zeigt eindrucksvoll, wie groß die Kluft zwischen den Zielen und der Realität ist. Fazit: Die Bundeswehr ist weit entfernt von der angestrebten Kriegsbereitschaft.